Hallo meine Lieben, mein Name ist Katrin und ihr seid auf meinem Kanal Chaos on Tour gelandet. Und zwar heute wieder zu einem Unboxing. Jawohl. Und zwar einer Sneak Peek von Diamond Art Lab, von einem Bild, einem Kit, das morgen ab 18 Uhr bei Diamond Art Lab erhältlich ist. Ihr kennt das, ab 18 Uhr für Diamond Ruby Members, für alle anderen ab 18:30 Uhr am morgigen Samstag, dem 27.08. So, meine Lieben, es ist ein eckiges Kit, jawohl. Das sehen wir hier dann im blauen Bild und hier an dem, ne, eckigen Symbol. Ich freue mich sehr, dass Diamond Art Lab mir dieses Bild kostenlos zur Verfügung gestellt hat, damit ich es euch zeigen darf. Vielen herzlichen Dank. Und das ist es. The Haunting of Van Gogh von Aja Tier. Trier. Ich muss sagen, ich liebe diese Starry Night Umwandlungsbilder. Ja, also das ist ja Starry Night, ne? Nur mit einem anderen Thema drauf. Ich liebe sie, ich finde sie großartig. Es gibt da so tolle Sachen. Und hier das Spukhaus, ja, The Haunting House auf dem Hügel. Großartig, finde ich super und passt ganz perfekt zu Horror und Schüttelfrost oder Drills and Chills. Großartig. 65 mal 65 und wie gesagt, eckig. Und wir schauen mal rein, was drin ist, ne, auf dem Karton. Anleitung, wie Diamond Painting funktioniert und ne, der Karton irisiert wie immer. Entschuldigt, aber ich bin ein bisschen heiß drauf zu sehen, was wir uns bei diesem Bild erwartet. Da ist es. Also, was ist in einem Diamond Art Lab Kit? Einmal hier die Leinwand, die Steinchen sind hier drin. Dann haben wir unser Toolkit und einen Aufkleber. Den kann man in sein Logbuch machen, in sein Journal oder eben auf den Karton, auf die Seite zum Beispiel oder vorne, damit man auch, wenn man sie irgendwie anders lagert, sieht, was drin ist. Tada! Schön, ne? Dann haben wir hier unser Toolkit. Also, ihr bekommt alles, was ihr zum Diamond Painten braucht. In diesem Toolkit ist bestenfalls drin ein Schiffchen, ein durchsichtiges mit einem Stopper, ne, den könnt ihr rein und raus machen, damit euch die Steinchen nicht rausrutschen. Dann haben wir einen Stift mit einem Griffi, der kommt hier drauf, damit ihr besser halten könnt. Zu dem Diamond Painting Stift kommen Mehrfachsätze, ein Vierer und ein Siebener. Dann braucht ihr natürlich auch noch etwas Wachs und das ist hier in so einem Döschen. Das sind zweimal herzförmige Wachsplättchen. Reicht dicke. Absolut. Dann haben wir Tütchen. Ne? Ganz viele Tütchen. Da könnt ihr die restlichen Steinchen reinpacken oder damit auch abkitten, wenn ihr kein Abkitting-System habt. Und hier noch, weil es ein eckiges Kit ist, bei Diamond Art Lab ist nur bei eckigen eine Pinzette dabei, eine Pinzette, damit könnt ihr Steinchen zurechtdrücken oder auch painten. Bei eckigen geht das, dass man die Steinchen damit aufnimmt. Und außerdem bekommen wir ein Washi-Tape mit Blümchen. Aha. Cool. Um die Ränder abzukleben, wenn es da zu klebrig ist, oder eben auch in Bereiche einzuteilen, die man dann nach und nach paintet. So mache ich das zumindest. Und wir bekommen einen Coverminder. Ja, Folie zur Seite, wo man painten möchte, und dann den Magneten unters Bild, das auf die Folie drauf, die man zur Seite geklappt hat, zack zusammen und schon bleibt die Folie an der Seite und ihr könnt in Ruhe painten. Und das ist eine Pfote, sind die süß. Sieht aber aus wie eine Katzenpfote. Das sieht aus wie eine Katzenpfote. Was meint ihr, Hunde oder Katzenpfote? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich glaube, es ist eine Katzenpfote. Ja, also, das ist unser Toolkit. Und hier haben wir unser Bild. Da gucken wir mal rein zusammen. Wie geht's euch so? Mir geht's, ne, ganz gut, ist okay. Ich bin ein bisschen im Stress. Aber ansonsten, ja, alles paletti. Ich hoffe, euch geht's soweit auch gut. Und es ist nicht zu heiß, da wo ihr seid. Hier haben wir das Bild, da haben wir die Steinchen und hier ist einmal eine
Step-by-Step-Anleitung, wie Diamond Painting funktioniert mit so ein paar Tricks. VIP-Gruppe, super Ressource. Also da würde ich auf jeden Fall vorbeischauen. Und hier nochmal ein Video, wie Diamond Painting funktioniert. Hier 10% auf deinen nächsten Einkauf. Wenn es dein erster Einkauf bei Diamond Art Club ist, deine erste Bestellung, kannst du auch gerne meinen 15%-Code CHAOS15 benutzen. Kriege ich eine kleine Provision und du sparst. Ansonsten, wenn ihr die Bilder geschickt bekommt in eurem Versandkarton, ist so ein Beipackzettel, wo draufsteht, was im Karton ist. Da sind ganz unten im Kleingedruckten nochmal 15% für euch drauf für eure nächste Bestellung. Im VIP-Club gibt es immer, bei Facebook gibt es immer Rabattcode. Also nie ohne Rabattcode bei Diamond Art Lab bestellen, bitte. So, hier haben wir unsere Steinchen. Wow, guckt euch das mal an. Das ist rot, wo kommt das denn hin? Guckt euch mal diese Farbpalette an, die ist ja witzig. Die ist ja witzig. Ja. Hier steht auch nochmal drin, zu welchem Kit es gehört. Dann haben wir unseren Aufkleber. Das ist ein Stickersheet, also das könnt ihr einfach abziehen und aufkleben. Das hier schneide ich mir immer zurecht für mein Journal. Und hier seht ihr eben auch nochmal die Artwork in ihrer vollen Pracht. Oh Gott, ich befürchte tatsächlich Konfetti der Hölle. Oh Gott, was meint ihr? Aber geil sieht's aus. Richtig gut. So, wir haben 37 Farben. Ja, hier haben wir unsere Legende. Und die sind für euch schon mal ausgeschnitten. Also nur noch abziehen und aufkleben. Und wir haben 1, 2, 3, 4 ABs. Alles unter 150 ist bei Diamond Art Lab ein Aurora Borealis Steinchen. Weil die normalen DMC-Nummern fangen erst bei 150 an. So kann man sich das ganz gut merken. Und das heißt, wir haben hier 4 Stück. Was ein AB ist, das zeige ich euch, wenn wir uns die Steinchen angucken. Die Symbole sehen alle für mich gut aus. Alles völlig in Ordnung, wie immer. Nichts Komisches dabei. Und hier haben wir unsere Leinwand. Jawohl, 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 ja. Schön weich, wie so ein Bettlaken, wie immer. Hier Wellenränder und abgesteppt. Ja, und da. Nein, ich mache jetzt erstmal so. Es ist gegossener Kleber, darum kann ich so machen. Es ist eine Tarpaulin-Leinwand, das heißt, sie legt sich von alleine flach. Wir müssen da keine Bücher drauflegen oder sowas. Nach ein paar Minuten. Die Zeit habe ich aber nicht, weil ich jetzt total ungeduldig bin und mit euch mir sofort dieses Bild angucken möchte. So, so haben wir es drauf. Ey, Leute, da ist es. Sieht das nicht mega aus? Im Ernst jetzt? Wie geil. Wie geil. So, wir haben oben links und unten rechts eine Legende, sodass ihr die immer im Blick habt. Und ganz oben steht Do What Makes You Sparkle Diamond Art Lab drauf. Wir haben hier unten nochmal das Bild und den Namen des Bildes, The Haunting of Van Gogh. 65x65 cm groß, eine schöne Größe, mag ich gerne. Und lizenziert von Anja Trier. Die Künstlerin bekommt für die Nutzung dieses Bildes Geld dafür, dass die Lizenzrechte bei Diamond Art Lab liegen und sie als das Bild als Diamond Painting für uns produzieren dürfen. Und da freue ich mich sehr drüber. Hier haben wir den gegossenen Kleber. Ihr seht, ne, das ist super Qualität, der ist durchgängig, kein Problem. Und hier haben wir auch unsere Symbole. Kristallklar, wie immer, nichts zu motzen, auch die dunklen Farben. Guck mal da, selbst das P und der Kreis sind richtig gut voneinander zu unterscheiden. Kein Problem. Ja, und auch hier. Also Leute, für mich ist das hier Konfetti. Wer ist dabei? Halleluja, Halleluja. So, Halleluja, Brings war das oder waren das die Räuber? Egal. So, hier die Social Media Kanäle und nochmal die 10% und hier eure lebenslange Garantie auf Leinwand und Steinchen. So, Leute. Ehrlich, geile Umsetzung von Starry Night. Also hier unten haben wir so diese Flammen, Hölle, wie auch immer. Hier diese Treppe rauf. So ein bisschen, das sieht ein bisschen aus. Und das könnte damit auch tatsächlich gemeint sein, oder? Jetzt, wo ich es hier so sehe, sieht es aus wie das Schloss vom letzten Einhorn. The Last Unicorn. Sagt mir mal eure Meinung. Für mich sieht es jetzt gerade so aus. Und hier hinten unten, das könnten, dieses Glühen, ne, ist so ein bisschen wie die Stiere.
Vielleicht kommt es auch mir nur so vor. Aber auf jeden Fall sieht es geil aus. Und das letzte Einhorn ist einer meiner Lieblingsfilme. Also, ich behaupte einfach jetzt, dass das Spukhaus von oder das verfallene Schloss von letzten Einhorn ist. Punkt. Nein, alles gut. So, brauchen wir nicht behaupten, aber es erinnert mich daran. Der Mond, ne, wie eben in Starry Night auch, und dann hier so diese Wirbel. Geil. Und diese Farben miteinander. Abartig. Richtig, richtig gut. Ja, es ist schon, also ich meine, hier haben wir Color Blocking, klar, das ist alles schwarz, ne? Aber es ist schon Konfetti, aber es ist toll. Wow, Mädels, Jungs und Mädels. Und hier haben wir unsere Steinchen und die gehen wir jetzt mal zusammen durch und gucken uns die Ebis an. Und dann gucken wir uns an, wo die Ebis hier im Bild draufkommen. Während ich die Steinchen auspacke, gehe ich für euch oder könnt ihr euch das Bild mal von Namen angucken. Ja, hallo, da seid ihr ja wieder. Und geil, oder? Also ich finde es richtig, richtig cool. Und ich habe auch in der Zeit die Steinchen ausgepackt und die gucken wir uns jetzt zusammen an. Die 310, ja, 310 in eckig, der Graus hier des Diamond Painters, aber nicht bei Diamond Art Club. Die sind einfach nur spitze, diese Steinchen. Die neuen sind so der Wahnsinn. Brauchen wir, also, nee. Nee, da kommt im Moment für mich nichts dran. Braucht ihr keine Angst vor 310ern haben. Absolut nicht. Also, einer, zwei, drei, vier. Wer bietet mehr? Fünf, sechs, sieben, acht Stück. Acht Beutel 310. Läuft. Und da ist auch schon unser erster AB, die 119. Ihr seht, AB, was ist das? Das ist ein Aurora Borealis Steinchen sind das. Und zwar haben die eben eine Beschichtung, die reflektiert in allen Farben des Regenbogens so ein bisschen wie die Nordlichter. Seht ihr das? Das seht ihr gut, ne? Im Unterschied zu dem hier, das funkelt. Und das glitzert eben mit dieser Beschichtung. Und damit kann man ganz toll Akzente setzen. Und damit Atlas setzt die auch immer sehr gut ein. Und da gucken wir gleich mal, wo dieser Steinchen hier hinguckt, kommt und wie das eingesetzt wird. Da freue ich mich sehr drauf. Und hier haben wir die normalen Lila-Steine, die 3837, die haben wir zweimal. Die 939, das ist fast schwarz, das ist ein ganz, ganz dunkles Blau. Die haben wir einmal, zweimal, dreimal. Dann die 606 als Kontrast sozusagen, wie geil. Ja, schön. Wow, das ist ein geiles Rot. Entschuldigung, ich sage gerade so viel geil, aber ich finde dieses Bild so genial. Das Blau ist auch toll. Wow, 3843, zweimal. Dreimal, nee, zwei, nee, doch, eins, zwei, drei. Katrin, was redest du? Dreimal die 3843. Dann haben wir die 996 und zwar einmal, zweimal. Schönes Babyblau. Und unser nächster EB, die 120. Davon auch super viele. Das ist hellblau. Genial, richtig gut. Oh, und der weiße EB zweimal.
zwei volle Tütchen. Boah, ups, die meinen es ernst. Ui. Ah, oh, Gott sei Dank nichts passiert. Jetzt habe ich mich zu sehr gefreut. Hupsala. Dann die 550, die 307. Boah, die knallt. Das ist ein knalliges Gelb. Die 823, die 162 und die 740. Die 307 kenne ich übrigens sehr gut. Es gibt ein Scooby-Doo-Bild, diese Time Machine, wo das die Hintergrundfarbe ist, und zwar komplett. Das ist, also ich weiß nicht wie viel, 15 Tüten davon. Die Nachbarin hat das. Das ist schon ein heftiges Gelb. Und dann haben wir hier noch, ha, so, die nächste Schlange. Die 797 zweimal ist ein dunkelblau, die 498, die 995 zweimal. Jetzt kommen wir zu den kleineren Päckchen. Die 814, die 3607 und der nächste EP, die 129, das ist ein gelb, Zitronengelb. Richtig schön. Geil. Kommt bestimmt in den Mond. Ja, wo, ja, gut. Wohin denn sonst, ne? 210, die 3336, die 742, auch ein geiles Gelb. Quietsch, oh, wo kommt denn dieses Grün hin? Oh Gott. 3819, 947, 701, 741, 3608, 327, 832, 315, 780, 703, 3354, die 907, die 3818 und die 209. Da sind unsere Abbys, ne? Weiß, lila, gelb und blau. Und jetzt schauen wir uns mal noch an, wo die hinkommen. Also lila, das ist die 1, das ist diese Farbe hier und die... Ja, überall hier im Lila ist sie dabei. Tatsächlich, ne? Also hier immer so ein bisschen, so ein paar Streifen. Hier ein bisschen mehr. Im Lila zusammen mit zwei anderen Lila-Tönen ist sie überall präsent. Ne? Also, ja, auch hier oben. Gehen wir nochmal wieder ein bisschen höher, damit ihr das Bild ganz sehen könnt. Als auch da oben. Weil, wo wir so ein bisschen lila sehen, ist dieses Lila mit dabei. Dann haben wir die 120 hier, das ist die 2 und die ist tatsächlich hier auch überall in den Blautönen mit dabei. Ne? Da, 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 da ein Streifen, da, hier, hier. Ne? Überall, wo blau ist, in diesen Streifen, ist immer so ein bisschen von dem Blauen dabei. Und so wird es wahrscheinlich auch mit den anderen weitergehen. Also dieses Gelb, ha, das Gelb ist nicht in den Streifen, sondern hier natürlich, Gott sei Dank, ich hätte jetzt auch nichts anderes erwartet, in den Fenstern vom Haunted House. Doch hier noch ein bisschen in den Streifen. Hier so ein bisschen da vereinzelt. Und natürlich... Natürlich, ein bisschen hier im Mond. Ne? Da und da. Nicht so viel, wie ich erwartet hätte. Aber so ein paar sind da auf jeden Fall drin. Und dann, last but not least, haben wir noch hier richtig viel 141. Und die 141 ist 4 und alles, was ihr hier weiß seht, ist die 100, ist dieser EB. Also hier eben auch noch mit dabei in den Fenstern, hier oben, hier die ganzen weißen Streifen, alles was ihr hier, ups, da die weißen Streifen, ne? Und hier, alles was ihr hier an weißen Streifen drin seht, hier ist der weiße Ebi, da, 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 alles was hier so weiß ist, das heißt, nicht so ein Riesenklotz, sondern gut verteilt und vor allen Dingen aber hier im Mond. Hier der ganze weiße Bereich vom Mond, der innere, das ist alles der weiße AB hier und hier. Also im Mond haben wir ein bisschen mehr davon und ansonsten in den Streifen und in den hier Fenstern mit drin und an der Seite hier. Genau. Also eigentlich sind die alle da, wo man sie erwarten würde. Hier unten in diesem
glühenden Feuer oder wie gesagt, vielleicht sind es ja die Stiere vom letzten Einhorn. Da ist kein Ebi mit drin. Ich finde dieses Bild richtig toll. Wahrscheinlich wird es mich zum Wahnsinn treiben, das weiß ich jetzt noch nicht so genau, aber ich finde es großartig. Was meint ihr? Also, ich bin Fan. Ich freue mich. Und es kommt auf jeden Fall auf meinen Auswahlstapel für Drills and Chills, beziehungsweise Bohrer und Schüttelfrost. Ne? Das ist ja hier auf dem Kanal. Ne? Und Drills and Chills in Amerika. Dafür wird es auf jeden Fall in meine Auswahl mit reinwandern. Und wer nicht weiß, was Drills and Chills ist, der guckt hier mal und wir begleiten das eben im Oktober dann mit dem deutschen Pendant Bohrer und Schüttelwurst zum Halloween und Herbst Diamond Pinden sozusagen. Ich freue mich schon sehr. Und dieses Ding hier, dieses Bild hier, es juckt mich in den Fingern, aber ich habe ja noch mehr. Verdammt, wahrscheinlich werde ich würfeln. Ich finde es super. Also, das erscheint morgen. 37 Farben haben wir nur. Das ist auch machbar. Aber wie gesagt, das Konfetti ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Aber das will ich, also das will ich auf jeden Fall an der Wand hängen haben. Richtig gut. Zumindest so in der Herbst- und Halloween-Grusel-kalten Jahreszeit. Meine Lieben, morgen um 18 Uhr für Diamond und Ruby Members und 18:30 Uhr für alle anderen. Wie findet ihr das? Es erscheinen noch ein paar richtig geile Bilder morgen. Guckt ja mal bei den anderen, meinen anderen YouTube-Kolleginnen, die Diamond Art Lab Sneaks zeigen, vorbei. Auch gerne bei den Amerikanern. Die Bilder seht ihr ja, also, ne, selbst wenn ihr jetzt nichts versteht, was die reden, oder nur ein bisschen, es geht ja darum, die Bilder tatsächlich mal zu sehen und zu sehen, wie sie so rüberkommen. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle. Ihr dürft mir gerne einen Daumen nach oben da lassen und auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Bild findet. Und ich will wissen, ob euch das auch an das letzte Einhorn erinnert. Ja? Ansonsten, meine Lieben, bedanke ich mich wieder fürs Einschalten, Anschauen und natürlich fürs Abonnieren. Ne? Daumen nach oben nicht vergessen. Wer noch nicht abonniert hat und es gerne tun möchte und nichts verpassen möchte, kann das kostenlos hier unten in der Ecke tun und gerne auch das Glöckchen aktivieren, damit ihr wirklich nichts mehr verpasst. Und ja, ich hoffe, dass wir uns in meinem nächsten Video hier wiedersehen. Und bis dahin, passt ihr bitte immer gut auf euch auf, bleibt schön kreativ und vor allen Dingen immer super entspannt. Bis dahin, see ya!